Niemand will zurück zu dir, zurück in dein Leben. Wer auch immer das sein mag, wir schauen uns das jetzt gleich an mit dem Grand Lux Tarot von Ciro Marchetti. Ich begrüße dich ganz herzlich, schön, dass du da bist, freut mich sehr. Ja, erstmal der kurze Hinweis, wie immer, es ist eine allgemeine Legung, sie kann nicht auf jeden zutreffen. Nimm für dich mit, was sich für dich stimmig anfühlt, den Rest verwirf einfach. Ja, ich bedanke mich bei euch für all eure Likes, Kommentare, Abos. Ich freue mich sehr darüber, auch fürs Teilen meiner Videos. Ihr seid einfach, ja, ihr seid spitze. Vielen, vielen lieben Dank. So, wir schauen jetzt erst einmal, um wen es sich hier handeln könnte. Und dann kannst du prüfen, ob du so einen Menschen kennst und ob das, was ich hier sage, ja, für dich passend sein kann. Also, Kamera in die richtige Einstellung. Gut. Liebe lichte geistige Welt, ich möchte gerne wissen, welche Person in Bezug auf meinen Zuschauer, meine Zuschauerinnen, gerne wieder zurück in deren Leben kommen würden. Wer möchte sich hier zeigen? Wer ist hier freiwillig bereit, mit uns zu sprechen? Wir machen ja hier kein Stalking, kein bewusstes Eindringen in das Leben anderer. Wir fragen immer, wer sich zeigen möchte. Schauen wir mal, welche Energie hier kommen mag. Wer möchte zurück in dein Leben? Die 9 der Stäbe, die 9 der Münzen und die 8 der Stäbe. Ich kriege jetzt hier eine Energie rein. Es zeigt sich mir jetzt hier noch nicht, ob das jetzt tatsächlich Mann oder Frau ist. Das ist eine allgemeine Legung. Die 9 der Münzen stehen für jemanden, der grundsätzlich unabhängig ist. Auf jeden Fall mal in finanzieller Hinsicht. Ich habe hier aber die 9 der Stäbe dabei liegen. Und die 9 der Stäbe ist ja der Ritter, der gerade eben mal noch so sich wieder aufbäumt, der vielleicht gerade noch stehen kann, der ganz viel Zerstörung, Mist und Gutes, ganz viel Leid erfahren hat. Ja? Und der deswegen vielleicht, also entweder hat sich da jemand aus dem, ja, aus einer sehr schwierigen Situation wieder nach oben gearbeitet, sodass er jetzt wieder in einer unabhängigen Position ist. Vielleicht war es das jemand, der materiell ganz schlecht dastand, den es arg erwischt hat und der sich wieder nach oben gearbeitet hat und der hier auf jeden Fall kurzfristig oder relativ bald die Kommunikation mit dir wieder aufnehmen möchte. Ich habe hier nicht, in welcher Beziehung dieser Mensch zu dir war bisher, ja? Das habe ich hier jetzt noch nicht. Ich sehe nur, das muss jemand sein, den es arg erwischt hat, wahrscheinlich in materieller Hinsicht, der vielleicht seinen Job verloren hat, vielleicht seine Firma verloren hat, der vielleicht starke finanzielle Einbußen hatte und dadurch einfach auch zeitweise seine Unabhängigkeit verloren hat. Ja, noch ein bisschen mehr zu dieser Person. Den König der Münzen, die Welt und den Ritter der Schwerter. Naja, ich sag mal so, ich vermute mal, dass es sich hier um einen König der Münzen gehandelt hat. Vielleicht war es dein Ehemann
oder ist es dein Ehemann? Auf jeden Fall eine Energie, die eigentlich sehr bodenständig ist, sehr an finanziellen und materiellen Dingen hängt, die aber auch gut ist im Aufbau solcher Dinge, die einfach auch ein gutes materielles Heim schaffen kann, handwerklich begabt ist, mit Finanzen gut umgehen kann, in der Regel auch dafür sorgt, dass etwas wachsen und gedeihen kann. Also wenn er eine Familie hat, auch die Familie gut versorgen kann. Ja? Und den es irgendwie durch eine sehr forsche Handlung, vielleicht durch eine unbedachte Handlung hier, ich sage jetzt mal fast das Leben aus der Bahn geschmissen hat. Also es muss hier ein starker Wechsel gewesen sein von einer sehr gut abgesicherten Situation zu einem Zusammenbruch. Und jetzt hat man sich wieder aufgebaut, jetzt hat man sich wieder rausgewurschtelt aus dieser negativen Situation. Schau mal, ob du so jemanden kennst, ne? Also es muss jetzt hier nicht unbedingt eine Liebeslegung sein. Das kann auch, wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht, es kann auch ein guter Freund sein, das kann auch ein Familienmitglied sein, mit dem du dann keinen Kontakt mehr hattest, ja. Wo es einfach zum Abbruch kam, weil der alles verloren hat oder vieles verloren hat und sich erstmal wieder, ja, in eine Position bringen wollte, wo es ihm wieder gut oder besser ging. Ja? Aber den Kontaktwunsch haben wir schon da liegen. Ne? Der Wunsch nach Gesprächen, der ist gleich am Anfang hier gekommen. Fragen wir mal, in welcher Beziehung steht dieser Mensch zu dir? In welcher Beziehung steht dieser Mensch zu dir? Ah, das Ass der Kelche, also es scheint schon etwas mit Gefühlen zu tun zu haben. Die Königin der Kelche. Und der König der Schwerter. Naja, also ich vermute mal, hier geht es um einen Ex-Partner. Ex-Mann, Ex-Partner. Und du warst mal seine Königin der Kelche. Du warst mal die Frau, wenn ihr jetzt verheiratet wart oder wenn ihr wirklich in einer festen Beziehung wart, dann gehe ich davon aus, dass er hier mal dachte, das ist etwas Beständiges, das ist etwas auf Dauer. Und wenn es eine Anfangssituation war, dann hat er sich schon als jemanden gesehen, der auf Dauer an deiner Seite sein möchte. Du warst für ihn die Königin der Kelche, die Frau, die lieben kann, die herzlich ist, die viel geben kann, die durchaus auch bereit ist, eigene Bedürfnisse zurückzustellen und immer bei den anderen ist. Das ist, kann durchaus auch ihre Falle sein, ja, weil sie mehr gibt, als sie vielleicht auch zurückbekommt und weil sie oft mehr bei den anderen ist, als bei sich selbst. Es ist eben immer sehr, sehr wichtig ist, wie es den anderen geht und sich dabei selbst auch ab und an mal vergisst. Und er zeigt sich hier als der König der Schwerter, der eher kühl unterwegs ist, sehr im Verstand. Und ich kriege jetzt rein, der zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht das, was du alles warst, gar nicht so erkannt und geschätzt hat. Möglich auch, wenn ich es jetzt auf eine berufliche Situation setze, dann kann es auch sein, dass es ein Chef war,
der hier deine Potenziale und das, was du wirklich alles warst, nicht wirklich gesehen hat zu dem Zeitpunkt, als du da, dort noch gearbeitet hast, zum Beispiel. Es kann auch sein, ja. Also jemand, der auf jeden Fall dich zu dem Zeitpunkt, als er noch alle Chancen der Welt auf dich hatte, nicht erkannt hat, was du wirklich für einen Wert hast. Ich kann sogar noch anders deuten und kann sagen, jetzt im Verlauf kann es sogar sein, dass dieser Mann vielleicht auch dich verloren hat. Und durch das, dass er dich verloren hat, hat er erst seinen Wert erkannt. Auch das ist möglich bei dieser Legung. Ja? Also muss nicht unbedingt sein, dass er, vielleicht hat er sich hier auch, vielleicht hat er sich auch für seine Unabhängigkeit entschieden, dieser Mann. Weil ihm das zu einem bestimmten Zeitpunkt X als ja attraktiver erschien und ist damit gestrandet, ja, ist damit untergegangen oder hat festgestellt, dass es gar nicht das ist, was er eigentlich will. Ja? Und hat sich damit vielleicht sogar auch selbst entwertet und seine Wünsche und Bedürfnisse. Was sind denn die Gedanken dieses Mannes zu dir? Also ich gehe jetzt davon aus, es ist ein Mann, es ist eine männliche Energie. Da haben wir die drei der Schwerter. Naja, er geht davon aus, er hat dich sehr verletzt. Der Hierophant. Und der Narr. Also seine Gedanken zu dir sind, dass ihm eigentlich, also er weiß, dass er dich nicht nur verletzt hat, ich krieg sogar rein, dass dieser Mann fast etwas Zerstörerisches an sich hatte. Er hat was zerstört in dir. Er hat in dir etwas zerstört durch sein Handeln. Du musst auch die Kamera noch ein bisschen rauffahren, weil die Karten so groß sind. Er hat durch sein Handeln in dir etwas zerstört. Und er weiß, dass ihm eigentlich nur noch der liebe Gott helfen kann, damit es hier zu einem Neuanfang kommt. Also er spricht sich selbst hier nicht sehr viel Erfolg zu, Erfolgsmöglichkeiten, ja? Er sagt hier, eigentlich brauche ich die Hilfe von oben, damit ich hier nochmal landen kann. Wie sieht er dich denn als Frau? Fragen wir ihn mal, wie sieht er dich als Frau? Bist du als Frau? Oh, die Sonne. Die vier der Stäbe, boah. Und den Pagen der Kelche. Besser geht es ja schon fast gar nicht, ne? Also die Sonne ist neben dem Ast der Münzen die höchste Karte im Tarot. Die Sonne sagt, du bist ein Siegertyp, du bist jemand, der ja sonniges Gemüt hat, jemand, den man im Prinzip nicht zerstören kann, ne? Die Sonne geht immer wieder auf, egal was wir Menschen dieser Erde antun, die Sonne geht immer wieder auf. Und sie kann einen egoistischen Touch haben, ja, das ist es ist ja auch eine männliche Energie, die Sonne ist männliche Energie. Und auch als ich den Pagen der
Kelche schon gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, er sieht dich als eine Frau, die einfach jetzt mehr an sich selbst denkt, die nicht mehr sofort alles gibt, sich sofort schenkt in emotionaler Hinsicht, sondern die es gelernt hat, für sich selbst zu sorgen, die für sich selbst Stabilität hergestellt hat. Vielleicht bist du auch noch Single. Ja, vielleicht bist du Single nach wie vor oder wieder. Ja. Und es geht dir im Prinzip gut. Du hast, was du brauchst. Du zeigst hier an, auf allen Ebenen, dass du eigentlich, also bei diesen Karten brauchst du nichts und niemanden. Ne? Vielleicht ist ein kleiner Wunsch nach Liebe, Partnerschaft da, aber nicht um den Preis deiner eigenen Stabilität. Ne? Du lässt dich hier nicht mehr mit Pagen ein, die deine Stabilität und ein gewisses Maß an, ich nenne das jetzt mal positiver Routine. Ne? Also die Sonne, wenn du dir vorstellst, die geht auf und sie geht unter, das ist eine bestimmte Routine. Natürlich ist es nicht immer zur selben Zeit, je nachdem wieder welche Jahreszeit wir haben, aber es ist sicher, sie geht immer wieder auf und unter. Egal, ob Wolken davor sind, egal, ob das Wetter schön ist, sie ist ja immer da. Egal, ob wir sie sehen. Ja, die Sonne ist immer da. Egal, ob wir sie sehen. Sie ist im Universum vorhanden. Und du brauchst diese Sicherheit, diese Gewissheit, diese Stabilität. Du hast dir diese Abläufe, dein Leben so gestaltet, dass das vorhanden ist. Und das lässt du auch nicht mehr erschüttern. Das hast du jetzt, ich sag's mal, wirklich so zementiert. Spür mal in dich rein, ob das Bild, das er von dir hat, ob das auf dich zutrifft. Na? So sieht er dich als Frau. Übrigens, hier haben wir ja auch bei dem Vier der Stäben. Es könnte hier zum Beispiel auch sein, wenn ihr keinen Kontakt habt, dass er sich nicht sicher ist, ob du nicht wieder eine Partnerschaft hast. Das könnte ja auch sein. Ne? Es gibt auch diese Möglichkeit hier. Aber dann mit Sicherheit nicht mehr mit einem Mann, der sich als Page zeigt, sondern mit einem Mann, der dir ein Gegenüber ist. Ja? Also auch diese Reisegruppe mag es geben. Warum will er denn in dein Leben zurück? Warum will er in dein Leben zurück? Warum will er in dein Leben zurück? Da kommt das Rad des Schicksals, die Sechs der Stäbe und die Königin der Stäbe. Ja, demnach gehe ich davon aus, dass er glaubt, dass du sein Schicksal bist. Und dass, wenn das stimmt, was ich hier vermutet habe am Anfang, wo ich gesagt habe, vielleicht ist es ja auch so, dass er sich für sich selbst entschieden hat, zu einem gewissen Zeitpunkt X, aus welchen Gründen auch immer, dass er glaubt, und ob das jetzt stimmt oder nicht, bitte, ne, seid immer vorsichtig mit solchen Aussagen, also vielleicht glaubt er kommt um dich nicht rum, du bist sein Schicksal, vielleicht glaubt er das, das heißt nicht, dass es so sein muss, das heißt auch nicht, dass du jetzt sofort zum Hörer greifen sollst und ihn anrufen sollst und irgendwas wiederherstellen, ne, sondern nimm es einfach mal als Information. Den Karten nach gehe ich davon aus, dass dieser Mensch dich nicht wirklich losgelassen hat und dass er die Entscheidung, die er mal getroffen hat, wahrscheinlich für falsch hält, wo er sich für sich entschieden hat
Nochmal, Gründe können vielfältig sein, weil er frei sein wollte, weil er keine Lust hatte auf eine feste Beziehung, weil er vielleicht, weil es vielleicht noch andere gab, wisst ihr, ich habe mir nicht gelegt, ja? Will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen näher. Sondern es ist so, als würde ich sagen, du bist diejenige, welche, die hat er nie aus dem Kopf gekriegt. Und es ist so, als würde das Schicksal ihn immer wieder in den Popo treten und sagen, das wär's gewesen, das wär, oder die wär's gewesen, die wär's gewesen, die wär's gewesen. Ne? Also er geht mit einer Frau Kaffee trinken und denkt sich, ah, wäre das viel schöner, wenn jetzt du da sitzen würdest und nicht die Uschi oder die Christine oder die Anna. Ja? Oder er wacht morgens auf und denkt sich, oh, wäre das schön, wenn du jetzt da auf, neben ihm liegen würdest und ihm in die Augen schauen würdest. Ja? Oder, ja, egal. Immer wieder dreht sich, ne, das Rad des Schicksals, es dreht sich immer wieder nur um dich und er kriegt dich nicht aus seinen Gedanken. Egal, was er macht, was er versucht, wie sehr er auch sein Leben hier als Single, er ist ja auch die Single-Karte, genießen wollte, es hat ihm genau das Gegenteil beschert, nämlich Schmerz. Es hat ihm Schmerz beschert. Er möchte etwas korrigieren, er möchte etwas wieder gut machen, er möchte etwas wieder gerade biegen, er möchte etwas, was eigentlich das Schicksal vorhatte, jetzt in die Hand nehmen, vielleicht auch mutiger sein. Vielleicht war er damals auch nicht mutig genug. Auch das kann sein. Und ich sage das auch ja immer wieder, die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist eine sehr herausfordernde Frau von der Energie her für viele Männer. Ja? Sie ist in der Regel sehr selbstbewusst, sie tritt sehr bestimmt auf. Sie lässt sich nicht alles gefallen, sie setzt Grenzen, sie sagt genau, was sie will und wo es lang geht. Und sie braucht auch einen Partner auf Augenhöhe. Wenn so eine Frau einen Mann hat, der nicht auf Augenhöhe ist, dann ist das ganz furchtbar. Das wird eine Situation Mutter-Kind bestenfalls, wenn nicht so, dass der Mann im Prinzip, ja, ein Selbstwertthema kriegt. Und zwar ohne, dass die Frau bösartig ist oder ihm irgendwie was Böses will oder ihm jeden Tag sagen muss, was er nicht kann. Durch den Spiegel, den er durch sie bekommt, weil sie einfach den Eindruck vermittelt, dass sie alles kann und alles heben kann und alles machen kann. Weil es einfach ihre Grundeinstellung ist. Ja? Das ist einfach die Grundeinstellung dieser Energie. Es kommt etwas auf mich zu und ich mache es einfach. Ich denke da gar nicht drüber nach, ist diese Energie. Ja? Gebt mir ein Problem, ich löse es, ist diese Energie. Und wenn du da einen Mann hast, der nicht in dieser Energie ist, dann kann das sein, dass er sich klein fühlt. Neben dir. Also gerade die Königin der Stäbe darf darauf achten, dass sie einen Mann auf Augenhöhe hat. Und vielleicht fühlte er sich dir damals nicht gewachsen. Kann auch sein. Ja? Also er will hier scheinbar etwas zu Ende bringen oder etwas zum Anfang bringen, so kann man es auch sagen, was er sich damals nicht getraut hat. Ich sage jetzt mal auch, wo er vielleicht zum damaligen Zeitpunkt keine Lust hatte, weil es anstrengend erschien.
Und da möchte ich jetzt schon auch mal was dazu sagen und für diesen Mann sozusagen sogar positiv sprechen, weil wenn ein Mensch erkennt, dass er einer Situation momentan nicht gewachsen ist, dann ist es eigentlich auch ganz gut, wenn er sich nicht darauf einlässt. Ich möchte jetzt, ich kann jetzt ja auch gar nicht beurteilen, wie er das dir gegenüber gemacht hat. Ja, vielleicht war die Art und Weise, wie es dir gegenüber gemacht hat, sich hier zurückzuziehen oder auszusteigen oder etwas nicht weiter zu verfolgen, vielleicht war das nicht sehr liebevoll gemacht, nicht sehr charmant, vielleicht plump und vielleicht auch sogar dumm, ja, in der Vorgehensweise. Aber vom Grundsätzlichen her, wenn jemand sich einer Sache nicht gewachsen fühlt, halte ich es besser, wenn er sich dann auch nicht, wenn er dann nicht drauf einsteigt, sondern wenn er sich erstmal aufbaut, ja, um eine bestimmte Situation auch bewältigen zu können. Weil wenn du selber das Gefühl hast, ich schaffe das nicht und du einen Misserfolg dann erwirtschaftest, dann geht es auch noch gegen deinen Selbstwert. Ja? Also wenn jemand partout nicht glaubt, dass er ein bestimmtes Ziel erreichen kann, ist es für mich besser, er kümmert sich erstmal drum, dass er es erreichen kann und geht es dann erst an. Also das ist so, wie es, wenn ich sage, wenn du bergsteigst oder wenn du normalerweise wanderst, sagen wir mal so, oder wenn du normalerweise gerne wanderst und dich ein Freund einlädt, mit ihm einen, was weiß ich, auf die Zugspitze zu gehen und du selber denkst, boah, das schaffe ich nicht, dann ist es doch klüger, wenn du erstmal trainierst und vielleicht ein paar Touren erstmal machst, die nicht gleich 3000 Meter sind, ja, und dich dann erst, wenn du dich der Sache gewachsen fühlst, wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt bin ich so weit, jetzt habe ich so viel trainiert, jetzt kann ich mich auf einen 3000er einlassen, als dass du dich darauf einlässt, wenn du das eben nicht kannst und dich auch nicht in der Lage fühlst und dann scheiterst. Also, das ist meine Meinung dazu, ihr könnt es bitte ganz anders sehen, ja. Aber ich glaube, dass er in der Situation damals mit den neuen der Stäben hier wahrscheinlich für sich selbst erstmal die richtige Entscheidung getroffen hat. Die mag für dich sehr schmerzvoll gewesen sein. Ja, also hier, da mag es sicher eine sehr schmerzvolle Handlung von ihm gegeben haben oder Aussagen. Also ich glaube, du hast hier es mit einem Mann zu tun, der wieder in seine Kraft gekommen ist und der bereit wäre, einen neuen Anfang zu machen mit dir als einer Frau, die ihm nie aus dem Kopf gegangen ist, bei der er momentan aber nicht sieht, wie er hier wieder landen soll, weil er das Gefühl hat, er hat so viel verbockt und so viel verkehrt gemacht und so viel zerstört, dass er momentan keinen Ansatzpunkt findet. Schauen wir mal, findet er denn diesen Ansatzpunkt? Oder was hat er denn jetzt vor? Also das ist jetzt, was er gerne möchte. Was hat er denn konkret vor in deine Richtung? Welche Schritte hat er vor? Welche Schritte hat dieser Mensch dir gegenüber tatsächlich vor? Die vier der Münzen, die sechs der Münzen. Die zehn der Münzen. Und die 8 der Münzen. Also das ist jetzt mal gar nicht so schlecht, weil die Arbeit, die 8 der Münzen ist ja eine Arbeitskarte, das heißt, er arbeitet momentan an seiner Wunscherfüllung. Er sagt uns jetzt nicht, was er macht, ne? Also er sucht hier nach einer Lösung, wie er hier ohne sich selbst und dir irgendwie das Gesicht zu nehmen, wie er hier mit dir
doch noch in diese Wunscherfüllung kommen könnte. Und die Acht der Münzen ist für mich hier die höchste Aktivitätskarte. Also wenn du willst, dass der wieder kommt, ist die Chance relativ groß. Ich kann dir nicht sagen, wann, und er zeigt mir hier auch nicht direkt an, was er genau für Schritte macht. Vielleicht sollst du es auch nicht wissen. Aber was er hier zeigt, ist, dass er tatsächlich aktiv wird und dass er im Sinne von Wunscherfüllung, also 10 der Münzen ist das Höchste an Wunscherfüllung, was man sich an Stabilität auf allen Ebenen, was man sich hier dem Tarot nach sozusagen erwirtschaften kann, ja. Jetzt auch nicht Angst haben, weil hier nur Münzkarten liegen, ne? Sondern er hat hier tatsächlich Umsetzung vor. Jackpot, er will den Jackpot. Diesmal will er's. Und zwar, er sucht nach einer ausgewogenen Lösung, nach einer Lösung, die euch beiden gut tut und beiden dient. Also es ist eine sehr schöne Aussage. Wenn du hier tatsächlich mit diesem Mann nochmal einen Anfang machen möchtest, dann ist die Chance relativ groß, dass das passieren wird. Ich bin jemand, der total gegen Manipulation ist, anderer, ja? Gegen Manipulation, gerade in spiritueller Hinsicht, das halte ich für absolut schwarz. Was du aber machen darfst, ist, wenn du das möchtest, wenn du diesen Mann tatsächlich wieder haben möchtest, dann kannst du ihm auf einer gedanklichen Ebene einfach so etwas schicken, wie dass du bereit bist, wenn du es bist, ja, dass du bereit bist, wenn er den Kontakt nochmal herstellt. Das heißt nicht, dass du, weil das würde ich mir auch genau anschauen, ne? Das heißt ja nicht, dass der Mensch jetzt komplett verändert ist, dass der eure Situation von damals völlig umrissen hat, dass sich der verändert hat, dass die Situation jetzt plötzlich komplett anders ist. Das habe ich ja jetzt nicht gelegt und das kann ich dir jetzt hier auch nicht versprechen. Das heißt, ich würde dir immer empfehlen, dass wenn jemand wieder auf dich zugeht, nach welcher Zeit X auch immer, du dir ganz in Ruhe und ganz langsam erstmal anschaust, wen habe ich denn jetzt vor mir? Ja? Was ist heute anders als damals? Was hat er verstanden? Was setzt er um? Wie geht er mit mir um? Wie steht er zu dem einen oder anderen? Ja? Aber wenn du es ihm auf einer unterbewussten, weil ich glaube fest daran, dass diese gedanklichen Impulse beim anderen ankommen. Wenn du ihm auf einer gedanklichen Ebene den Impuls schicken möchtest, ich wäre bereit nochmal zu einem Gespräch, zu einem Treffen, zu einem Neubeginn im Sinne von schauen wir mal, ob wir zwei ja, nochmal einen Neuanfang miteinander hinkriegen könnten. Ne? Ob wir tatsächlich beide bereit sind, in diese Wunscherfüllung zu gehen, dann darfst du ihm das meines Erachtens auf einer gedanklichen Ebene sehr wohl schicken. Ne? Was ihr nicht machen solltet, ist, ich will, dass du wiederkommst und du gehörst zu mir oder solche Geschichten, das halte ich für manipulativ. Und es erreicht in der Regel das, dass sich die Seele vom anderen eher zurückzieht. Also lasst dem anderen bitte immer seinen menschlichen Willen. Alles, was dazu führt, dass ich jemand anderen manipuliere, übervorteile, in eine Richtung haben will, die ich mir vor allen Dingen auch wünsche, ja, ohne damit zu berücksichtigen, dass der andere vielleicht ganz was anderes will, halte ich für hochgradig manipulativ und schwarzmagisch. Das könnt ihr auch ganz anders sehen, wie ihr wollt, aber ich halte auch Rituale und so weiter, halte ich für sehr problematisch.
Immer dann, wenn sie den Willen des anderen beeinflussen sollen. Ja? Also indem ich von mir spreche und sage, ich wäre nochmal bereit, manipuliere ich nichts. Das kann der andere annehmen oder nicht. Wenn er damit kommt und du dir das wünschst, ist gut. Und wenn er nicht kommt, dann wird ein anderer kommen. So einfach ist es. Ja? Glaub bitte nicht, dass dieser oder ein anderer Mann oder eine Frau oder eine andere Partnerin die einzigen sind, die du in diesem Leben, die dich mit denen oder sagen wir so, mit denen du in diesem Leben glücklich werden könntest. Ich persönlich glaube eher, dass es so ist, dass wenn wir an jemanden bestimmten festhalten, uns eher damit selbst unglücklich machen. Ja? Wenn der andere für dich bestimmt ist, dann gibt es sowieso eine Lösung. Dann wird der hier eine Lösung finden, dann wird irgendein anderer eine Lösung finden, dann kommt es sowieso zusammen. Und wenn das nicht zusammenkommt, dazu glaube ich es zumindest, dann bewahrt dich das Universum vor irgendetwas. Ja? Oder es sollte in diesem Leben halt nur diese Erfahrung miteinander gemacht werden. Du weißt ja nicht, ob nicht in einem parallelen Leben du mit ihm eine ganz andere Erfahrung machst oder im nächsten Leben oder was auch immer, woran auch immer du glauben magst. Also bitte haltet euch fern von jeglicher Form von Manipulation durch Rituale, durch Gedanken, ja, dass ja, da glaube ich fest an Karma, das fällt eher zurück auf euch. Immer nur ein liebevolles, offenes Angebot machen, das der andere annehmen kann oder nicht. Und der spürt die Seele, glaubt das fest. Die Seele spürt es. Auch wenn der andere vielleicht ein Kopfmensch ist und es ganz, ganz fest abstreiten würde, zu jeder Zeit, dass er sich von solchen Dingen beeinflussen lassen würde. Ne? Wir wissen alle, Feinstoffliches funktioniert und wirkt. Und insofern, ja, achtet da drauf. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also ich finde es eine super tolle Legung, wenn du tatsächlich hier jemanden nochmal in dein Leben lassen möchtest, hast du hier ganz große Chancen. Wenn du das möchtest, dann wünsche ich es dir natürlich von Herzen. Und ja, ich freue mich, wenn du mir ein Like, einen Kommentar, ein Abo hinterlässt und vor allen Dingen, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin alles, alles Liebe, fühl dich gedrückt und umarmt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.